Was zum... Diese ganze Sache schlägt mir auf den Kopf und steigt mir zum Magen. Auf jeden Fall habe ich kein gutes Gefühl dabei. Jemand muss sich diesen Koffer mit seiner Vorliebe für düstere Festung mal so richtig vorknüpfen. Reich des Mächtigen. Interessant. Okay, Lichttreppe. Es sieht auf jeden Fall anders aus. Hier gibt es neue Monster. Ja, dann auch mal in den Kampf. Wolkenkaiser. Was machen wir denn jetzt? Jetzt will ich mal was ausprobieren. Wie war das? Fähigkeiten? Brauche ich jetzt einfach nur Feuerkraft wirken oder habe ich hier noch was Spezielles? Das sieht nicht danach aus. Ich mache jetzt einfach mal Feuerkraft und schauen mir das mal an. Wir schauen uns jetzt gleich auch nochmal die andere Fähigkeit an. Okay, wir haben nur Stärkung. Wir greifen jetzt erstmal an und Fähigkeiten. Hier war das prachtvolle Parade. Oder? Nein. Konnte ich das nur einmal einsetzen? Oder ist das nicht mehr im Inventar? Gerade... Am Hä? Ist das Buch nicht mehr im Inventar? Okay. Das funktioniert auf jeden Fall. Aber wieso kann ich bei Doris die Attacke nicht mehr einsetzen? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Gepäck. Normale. Da, Schwertmerkerschrift und... Man kann die nur einmal einsetzen, die Schriftrolle? Jetzt habe ich die für nichts verbraucht? Nee, ich dachte schon, hä, wieso ist sie denn jetzt nicht mehr hier drin? Ich dachte schon. Was haben wir denn hier? Okay, wir werden hier mal eben kurz... Beutel. Was war das? Waisenelixier könnten wir auch ganz gut benutzen. Waisenelixiere. Transfer. Da kann was rein. Da kann was rein. Zur Not, falls wir keinen Mana mehr haben. Justin. So. Weihwasser brauche ich nicht. Wundermittel. Weg gegen Gift und Lähmung. Zaubermachtsamen. Könnten noch Zauberwasser
geben. Mindestens einen. Ja, und dann nehmen wir nochmal ein bisschen von der Spezialarznei mit. Man weiß ja nie. Yggdrasilblatt könnte ich mir eigentlich auch nochmal besorgen. Aber gut. Jetzt müssen wir uns hier durchkämpfen. So, kämpfen. Hier, Sonneneruption. 30. Ja. Kann ich zweimal einsetzen. Wenn voll Mana da ist. Okay. Weil wir greifen jetzt einfach komplett normal an. Okay, die greift zweimal an. Erhöht die Angriffskraft. Saus. Lichtfall lässt abprallen, alles klar. Er hat keinen Mana zum Absaugen. So, angreifen. Ich mache jetzt hier einfach mal eine normale Heilung. Ruft Unterstützung. Okay. Ja, das reicht auf jeden Fall. Hat er auf jeden Fall ausgereicht. Ja, ein Schlag und der ist down. Sehr schön. Jetzt. Ach, genau. Jetzt muss ich. Wo ich gerade die Kiste sehe, fällt mir gerade wieder was ein. Ich habe was in den letzten Abteil da was vergessen. Wo wir Kovas befreit haben. Da habe ich in U2 wohl rote Truhen übersehen. Ja, nett. Die Fort mit Crit. Da sollte ich jetzt nochmal zurück. Kann ich mich hierhin teleportieren von selbst? Nicht. Gut, dann müssen wir eben kurz nach Schloss Schoffenheim. Wenn es funktionieren würde. Und dann gehen wir eben kurz schnell dahin. Wuschelt ein wenig herum. Okay, putz dich mal eben. Genau. Und wir greifen dich an und besiegen dich dabei. So zum Beispiel. Ich weiß, es gibt noch eine stärkere Axt. Ich muss mal gucken, ob ich die, wenn ich das hier jetzt nicht schaffen würde, dass ich mir die dann irgendwie crafte. So, lass mich mal eben kurz zurück. Willst du Besuche? Ja, ich möchte jetzt erstmal nicht aufbrechen. Keine Ahnung, alles neu abteilen. Nee, Schloss Schroffenheim. Direkt vor der Tür. Vielen Dank für diesen Kommentar. Habe ich fast vergessen. Ja, in den ersten Part habe ich das nicht Aber keine Sorge. Sagte ja, ich hatte es fast vergessen. Okay, hier ist der Baum. Einfach nur gerade runter. Geh mal weg. Okay, du bewahrst die Brücke. Dann besiegen wir dich eben schnell. Dann gehen wir eben kurz zu den zu den Piraten. Um die Mini-Medaille mal abzugeben. Autsch. Greif nochmal an. Zack. Weiter geht's. Damit haben wir die jetzt auch eben schnell besiegt.
Wundervoll. Jetzt lass mich mal eben kurz da oben rein. Und dann müssen wir eben kurz den Weg da laufen. Das sollte ja eigentlich schnell gehen. Hier in der Ebene gibt es keine Monster mehr. Können wir also eigentlich nochmal heilen gehen? Wenn wir schon mal da dran vorbeilaufen. Das wäre doch mal eine Idee. Einfach so, weil wir es können. Dann nach Welcome. So. Hier, Heilung. Wundervoll. Hier hoch und dann sollte es direkt schon hier sein, ne? Genau. Hier geht's runter. Ja, den Schaden kassiere ich mal eben kurz. Auch ein bisschen dumm, ne? Gerade geheilt. Und dann wieder kassiere ich Schaden. So, jetzt muss ich gucken. Ne, hier lang. So. Moment. Habe ich kein sicheres. Ne, ich habe kein sicheres Geleit mehr. Nö. Also muss ich den Schaden jetzt in Kauf nehmen. So, in U2 habe ich was verpasst. Dann schauen wir mal. Okay, hier ist eine. Dankeschön, weil hier habe ich schon mal Truhen verpasst. Eine Mini-Medaille. Ja, guck mal, trifft sich doch schon mal wieder. Und ein paar Kampfarmschienen. Das gucken wir mal. Wer das anziehen kann. Ach so. Abwehr erhöht sich, ja, aber da geht die magische Macht und Medizin runter. Das will ich nicht. Könnten wir auf Doris setzen, aber ich möchte schon den Geschick schon ein bisschen höher haben. Ja, passt. War es das mit den Truhen? Wir gucken uns mal kurz nochmal schon hier um. Wir siegen noch die restlichen Monster. Vielleicht waren das die Truhen. Auf der Karte habe ich gar nicht das realisiert, dass da irgendwie weiterging. Oder dass da ein Weg war. Oder ein unsichtbarer Weg oder was auch immer. Naja. Zack. Mit der Axt. Ist abprallen. Oh, okay, der Russ nimmt ab und Joss nimmt ab. Und Russ nimmt auch ab. Ich hab's jetzt nicht gelesen, jetzt zu schnell. Ich glaube schon. So. Ich glaube, das war's das mit dem Thron. Sieht danach aus. Jo. Von der Seite habe ich gar nicht realisiert, dass da Truhen waren. Ich habe es ehrlich gesagt nicht realisiert. Aber danke für den Kommentar. Vielen, vielen Dank dafür. Da war jemand sehr aufmerksam. Finde ich schön. Und das war's für ihn. Okay, das war's. Jetzt können wir rausgehen. Eine Hintertür haben wir jetzt auch nicht, ne? Ja, wir haben ja nichts mehr. Kein sicheres Geleit, keine Hintertür mehr. Wir sind natürlich schade. Meine ich, war doch verschwinden haben wir. Ja. Das können wir machen. Yay, wir sind unsichtbar. Aber wir können ja immer noch einen Kampf triggern. Gut, dann muss ich halt manuell raus. Ah, okay, dadurch wird das verschwinden. Geht es nicht weg. Ah, sehr schön.
hier jetzt nochmal durch. Jetzt haben wir Schaden kassiert, können wir wieder heilen. Ja, ohne halt Bimmel, Bammel, Bummel, Dingsbums, Item und oder halt Hintertür. Ja, ich sehe gerade, das kostet gerade voll den Part gerade. Zeitmäßig. Weil wir jetzt den ganzen Weg nochmal zurückrennen müssen. Kann ich von hier aus teleportieren? Willkommen. Ja, sehr schön. Sehr schön. Und ich bin immer noch unsichtbar. Auch gut. Ah, jetzt. Jetzt gehen wir mal zum Piraten. Hier runter. Und dann hier hoch. In das Zelt. Und jetzt schauen wir mal, was kriegen wir für schöne Items? Sammler Mini-Medaillen. Ein paar Mini-Medaillen. Ihr habt mir insgesamt 37 gebracht. Für 32 gibt das Wunderschwert. Gefallen mir, aber warf keine Menge. 40. Maximalen Respekt. Heilige Rüstung. Noch drei. Wir haben das Wunderschwert. Leider haben wir keinen anderen Schwertkämpfer, sonst würde ich das ausrüsten. Wunderschwert ist einfach auch ein, finde ich persönlich, ein gutes Schwert. Soldatenschwert? Wo hab ich das denn her? Ist um einen Punkt stärker, aber nur in der Angriffskraft. Da, das Wunderschwert. Oh ja, hat einen ordentlichen Angriff. Aber Falken. Klinge ist immer noch besser. Ja, eine Wunderwaffe, welche die Wunden des Trägers bei jedem ausgeteilten Hieb heilt. Ja. Es wäre schön, wenn wir noch einen gehabt hätten, aber ansonsten würde ich das natürlich eigentlich anziehen. Naja. Was soll's? Wir werden aber nach Alles Neuabteil gehen, weil da ist der Baum, finde ich, näher. Und dann gehen wir jetzt zurück und machen dort oben weiter. Stelle-Express rufen. Und auf geht's ins Reich des Allmächtigen. So, reicht es Mächtigen noch? Da kriegen wir direkt einen Empfangskommentar. Fledergins. Weg mit euch. Lustiges Liebchen. Kann den Todesstoß ausführen. Aber bringt mir eh nichts mehr. So, wir gehen jetzt erstmal von innen. Okay, das ist der Rückweg. Dann schauen wir uns das Innere jetzt hier mal an. Das hat sich ja drastisch verändert und explodiert. So, Cyclops? Nein, ein Giant. Default, nehmen kurz das. Da, Megastärken. Okay. Habe ich mit Doros, gut. Axt der Angst. Blockt ab, sehr schön. Ah, da hätte ich, glaube ich, den ganz einsetzen können. Ah, der ist standhaft. Wo haben wir das denn hier?
Faltenhieb. Greifen jetzt komplett an. Klaut sich nochmal ein bisschen Mana. Wollte ihn zerquetschen. Hat wohl nicht ganz geklappt. Oh, 4x8 ist ordentlich. 3200 Erfahrungspunkte gibt der. Der Giant. Da unten ist eine Truhe. Und noch zwei Mini-Medaillen. Was? Wo seid ihr denn jetzt? Wo ist der Giant hin? Roter Drache und ein Heilschleim. Gehen wir mal auf den Heilschleim. Ah, Moment. Ich glaube, Merkelstoß ist recht schwach. Helmspalter. Ja, das hat ausgereicht. Die haben ja meistens nicht so viel Leben. Okay, droppen nicht die Verteidigung. Schade. Sehr schön. Wow, der gibt auch ziemlich viel. Über 4000 hat er jetzt gebracht. Für einen einzelnen.